Nur eine kleine Erklärung, ich könnte die Sachen jetzt alle durchexzessieren, aber das werden wir 3-4 Mal noch hören. Nicht, dass ihr denkt, ich will hier einen Speedrun machen. Nein, nein. Also, wie komme ich von hier weg? Hast du Jans Prüfungen bestanden, Ulukai? Na klar. Er sagt, ich hätte glänzend abgeschnitten. Jetzt sollte ich mich aber auf den Weg machen. Wie du willst, Ulukai. Aber bevor du gehst, möchte ich dich an unsere Vereinbarung erinnern. Du findest die 5 Mons und wir werden versuchen, das zu finden, was du suchst. Das genügt mir fürs Erste. Aber es steht außer Frage, dass ich zuerst meine Mission erfülle, sobald ich diese Sonde finde. Verstanden? So soll es sein, Ulukai. Der Weg zum ersten Mon führt dich nach Shamasar, in die Region hinter dem Daoka in unserem Lager. Dort angekommen, solltest du Shamas Cap aufsuchen. Du findest ihn wahrscheinlich weit westlich des Daokas, durch das du in diese Region eintrittst. Klingt vielversprechend. In den anderen Regionen musst du ebenfalls jeweils einen Shamas aufsuchen. Sie sind die einzigen, die dir bei der Suche nach den Mons behilflich sein können. Also brauche ich mich nur an diese Leute zu wenden? Andere werden versuchen, dir zu helfen, Ulukai. Auch ein Fühler könnte dir behilflich sein. Ich glaube, sie haben das Geheimnis deiner heiligen Gegenstände ergründet. Die Fühler? Ja, sie und alle anderen werden dir helfen. Ich hoffe nur, du kannst auch auf die Hilfe der Stammesführer zählen. Stammesführer wovon? Der vielen Regionen, in denen Rohstoffe für die Krieger von Feran und Kroax abgebaut werden. Ich habe mit einigen von ihnen gesprochen, aber sie weigern sich, die Arbeit für Feran einzustellen. Tun sie es denn gerne? Nein, Ulukai. Sie fürchten sich einfach vor seiner Rache. Oder sie sind zu dumm, um zu verstehen, was wir damit bezwecken wollen. Tja, wenn ich die Zeit dafür finde, werde ich mal sehen, was ich da tun kann. Ich weiß, dass du sie zur Vernunft bringen kannst. Du trägst das Symbol des Ulukai. Und alle werden wissen, dass deine Worte von großer Bedeutung sind. Also das bedeutet es. Ich dachte schon, einer eurer Leute hätte mich mit einer Leinwand verwechselt. Sei auf der Hut, Ulukai. Jetzt, da deine Existenz bekannt ist, wurden viele Krieger ausgesandt. Du solltest dich vom Fee-Tempel im Zentrum von Shamasar fernhalten, denn dort gibt es sehr viele von ihnen. Bleib im südlichen Teil von Shamasar. Danke für den Hinweis. Du solltest auch wissen, dass dich die Wächter beobachten werden. Wenn du die Prophezeiung des Ulukai erfüllst, werden wir dir helfen. Aber wenn du es nicht tust, wirst du unseren ganzen Zorn erfahren. Alle Talaner werden über deine Taten informiert sein und dich so behandeln, wie du sie behandelst. Und du solltest nicht vergessen, dass ich die anderen und diese Sonde finden muss. Dann werden wir prima miteinander auskommen. Gut. Ich werde jetzt das Daoka für dich aktivieren. Mögen die Jods mit dir sein, Ulukai. Man kann hier also auch einen bösen Weg spielen. Wir werden aber natürlich den guten Weg spielen. Ich spiele meistens in Spielen den guten Weg, weil ich einfach so ein guter Kerl bin. Ich weiß nicht, wie euch das gefällt, ob wir uns jede Dialogbox anhören möchten oder ob euch das langsam langweilig wird. Ihr könnt mir ja mal in die Comments posten, wie wir das handhaben sollen. Ich werde ansonsten natürlich versuchen, jede wichtige Dialogbox mitzunehmen. Ja, was ist denn jetzt hier, mein Herr? Möchten Sie nicht das Daoka aktivieren? Geht es denn? Soll ich Ihnen eine Hand reichen? Ihr könnt ja mal seine Pfeife wegstecken und ein bisschen arbeiten, genau. Gut, wir sind dann, glaube ich, soweit durch mit dieser Welt. So eine kleine Tutorial-Welt. Ah, er hat das Daoka aktiviert. Ich wollte noch mal einen kleinen da habe ich doch was gesehen. Einen kleinen Überblick, genau, um solche Sachen eventuell noch zu finden. Ich bin da so ein kleiner Sammelfreak. Alles mitnehmen, alles horten. Und hinterher schön viele Upgrades kaufen. Als nächstes geht es also in die Welt Shamasar. Aus meinen vorherigen Spielen kann ich mich noch erinnern, dass es eine Sumpfwelt ist, wo man auch ein Reittier bekommt. Und nein, man muss dafür nichts bezahlen, man muss aber eine gewisse Aufgabe erfüllen, meine ich, mich erinnern zu können. Und können wir uns noch von dem Jan verabschieden? Von dem Jan? Nein, können wir nicht. Dann mach's mal gut, Jan. Wir werden uns in das Portal schmeißen
Ja, ab die Post. Oh, wir landen im Wasser. Ah, okay, das Daoka ist im Wasser. Und hier werde ich natürlich... Ein UBIK-0A, natürlich. Was auch immer das ist. Werde ich gleich mal im Inventar nachschauen. Aber erstmal raus aus der Brühe hier. Wir sind ganz schön oft im Wasser. Einen Moment, bevor ich jetzt mit dir rede. Ein UBIK-0A. Ich weiß jetzt nicht, was die Funktion eines UBIK-0A ist, aber das werden wir wahrscheinlich später noch rausfinden. Oh, eine Weltkarte. Ah, das sind die Regionen, die wir bereisen können. Oben rechts Ransa, der Rückzugsort der Wächter, die Tutorial-Insel, auf der wir uns gerade befunden haben. Jetzt sind wir ein weiter nach links nach Shamazar gereist. Und mal sehen, was uns hier erwartet. Wie komme ich hier wieder raus? Escape. Okay. Bevor ich jetzt... eine Sache wollte ich noch klären, und zwar unser Notizbuch. Was haben wir denn hier mit Shamas Zepp sprechen? Das ist ja die quasi die Aufgabe, die sich durch jede Welt zieht, bevor wir eine Welt betreten, nachdem wir eine Welt betreten haben, so rum. Erstmal mit den Shamas reden, das sind so die Priester der Welt. Und natürlich das Mon finden, die Hauptquest, die sich durch das Spiel zieht. So, jetzt reden wir mal mit diesem netten Herrn mit dem schönen Hut und dem Gesicht, was ich noch nicht so ganz identifizieren kann. Grüße. Sei gegrüßt. Ah, ich sehe, es geht dir besser, Ulukai. Das kann man wohl sagen. Dann willst du sicher zu Shamas Zepp und dich in den Regionen auf die Suche nach den Mons begeben. Du solltest jedoch wissen, dass die Krieger in allen Regionen nach dir Ausschau halten. Ich schlage vor, du bleibst hier in Shamazar, bis du dich sicher genug fühlst, in die anderen Regionen zu reisen. Dir ist natürlich freigestellt, dorthin zu gehen, wann immer du willst. Danke für den Hinweis. Es ist mir eine Ehre, dir zu helfen, Ulukai. Aber da ist noch etwas. Einige Daokas führen direkt in die Lager der Krieger. Es wäre also klug, nur die Daokas zu benutzen, von denen du weißt, dass sie an weniger gefährliche Orte führen. Ich werde daran denken. Dann will ich dich nicht länger aufhalten, Ulukai. Shamas Zepp wartet im Dorf westlich von hier auf dich. Wenn du willst, bringe ich dich dorthin. Nee, ich würde mich gerne noch alleine ein wenig umsehen. Die sind aber auch alle nett zu einem. Den kann man doch gar nicht böse sein. Ja, genau. Ich wollte mich umsehen, um ein paar Items aufzusammeln. Und hier sehen wir auch schon die Reittiere. Die sogenannten Twon-Haas. Aber... Oh, oh. Warnung. Da geht auch schon direkt eine andere Musik los. Wo... Da werde ich mal direkt die Waffe rausholen. Ist das jetzt hier unser erster Kampf? Ich wollte doch nur ein bisschen Metall sammeln. Okay, die Musik beruhigt sich wieder, aber die Waffe werde ich trotzdem mal nicht wegstecken. Nicht, dass hier gleich ein Krieger hinter einem Fels hervorspringt und uns grillt mit seiner Energiewaffe. Aber so wie es aussieht, ist hier doch... Oh. Ah, Spinnen. Ich glaube, die sind uns nicht wohlgesonnen. Ach, die droppen auch was. Ja, ich wusste doch. Ah, die kommen nicht. Okay, das kann ich mir schnappen. Okay. Westlich hat er gesagt. Oben haben wir unseren Kompass. Dann mal auf nach Westen, würde ich sagen. Ach, dann nehmen wir die Spinnen auch gleich noch mit. Ich glaube, man kann mit K... Ja, die Kugeln fliegen etwas langsam. Man muss also erahnen, wo der Feind sein wird. Und dass ich nicht andauernd R drücken muss bei diesem kleinen Magazin. Ja, leg dich in den Matsch. Ich wollte eigentlich springen.
Kann man hier hochklettern? Ich möchte ungern im Sumpf rum. Na toll, jetzt hänge ich hier unten im Sumpf fest. Aber Hauptsache, es geht nach Westen. Nehmen wir doch mal die Treppe. Oh, das sind die ersten Gegner. Ja, nehmen wir die mit? Nehmen wir die mit? Ach komm, die nehmen wir mit. Schleichen wir uns an. Die haben uns noch nicht entdeckt. Sie setzen sich jetzt erstmal schön auf ein Kaffeekränzchen hin und wir werden sie überraschen. Ein ganzes Magazin. Uiuiuiui. Na, das war doch daneben. Komm, versteck dich nicht. Ah, das ist auf jeden Fall ein Zielsystem. Wenn die Kugel noch nicht ganz treffen... oh doch. Oh, okay. Vergesst, was ich gesagt habe. Geh doch weg mit deinen Flammenstrahlen hier. Und der linke Arm ist ab. Ach, das war doch... Das war doch nix, mein Freund. Das war doch nix. Die sind gar nicht so schwach. Halten auf jeden Fall viel aus. Oh, Kanister Benzin? Wahrscheinlich für den Flammenwerfer. Kann man die... Nein, man kann doch nicht mal nach unten zielen. Ach, ich zerstöre doch immer so gern Kisten. Auch der lebt sogar noch. Während er langsam im Sumpf ertrinkt. Tab für die Karte. Oh. Ja, die Technik im Jahre 2007, was die alles kann. Aber ich glaube, die Minimap, obwohl, nee, die ist ziemlich groß, die stört. Ich hoffe, ich erreiche noch das Dorf, bevor die dritte Folge zu Ende ist. Ich habe nämlich jetzt ungefähr knapp 40 Minuten aufgenommen. Oh, eine Fähre. Eine automatische Fähre. Hin zu einem Gebiet, was ich nicht, wo ich noch nicht hin will. Fremde Vegetation. Ja, wir sind hier in der Nachbarparallelwelt. Hier dürfte so ziemlich alles fremd sein. Hat er mich gesehen? Nein. Beziehungsweise gesehen ist ja relativ. Bin ich in seinem Einzugsbereich. Oh. Ach, wenn ich mich jetzt verquatsche, dann erreiche ich das Dorf nie. Ich werde mich deshalb mal beeilen. Ich glaube, ich komme so langsam in die Nähe, weil es hier wieder bevölkerter wird. Bevölkerter. Mehr bevölkert. Hier laufen auf jeden Fall mehr Leute rum. Und ja, mein Gott, wie soll ich denn noch nach Westen? Obwohl, das könnte es sein. Dann bin ich südlich jetzt. Ach, mittlere sogar. Oh, ich glaube, dessen bin ich noch nicht gewachsen. Oi. Die haben ja Waffen hier. Und dann greifen sie die Zivilisten an. Leute, so nicht. Ich habe nur noch 4 Minuten. In der Zeit haue ich mal gerade hier ab. Okay, die Musik beruhigt sich. Und die armen Talaner haben alle Angst hier. Keine Angst, Leute. Wenn ich eine Wumme habe, kümmere ich mich um die Gegner. Eine bessere Wumme. Ja, und es sieht so aus, als hätten wir das Dorf gefunden. Folgen mir tatsächlich. Komm, jetzt sind wir hier am Dorf. Jetzt kriegen sie ihr Fett weg. So nicht. Und geh weg mit deiner Blitzkacke da. Na, traut euch nicht hoch. Passt mal auf, Leute. Dann komme ich halt runter. Nein. Nicht hinlegen. Das ist doch ganz... Ach... Schieß doch! Oh. Ja, der versucht die ganze Zeit Nahkampfangriff. Ja, nein. Ach, immer dieses Leertaste drücken. Es scheint hier irgendwie ein Chef zu sein.